ein Mann und sein Laserpointer von Gewehr auf einer mörderischen Mission. Hier. Zumindest versuchen, so viel Damage wie möglich zu machen. Ja, ich spüre meine Angst. Alter, du bist bei Tod. Das weißt du hoffentlich. Wie komme ich denn da hoch? Immer einen Schritt voraus. Da. Da war auch, ja. Die Zeit ist gekommen. Krass. So. Bin schon okay. Dann gucken wir mal, was wir da haben. Was wir da haben tun. Die Zeit ist gekommen. Ich sterbe, wenn ich da hochgehe. Ich spüre ihre Angst. Ich sterbe nicht, wenn ich da hochgehe. Gehen wir einfach. Er steht. Sie wünschen. Wird gemacht. Ja, Commander. Zwei. Jawohl. Obwohl, diese zwei Banshees brauche ich nicht. Zwei. Energie. Benötige weitere Depots. Ach, Mann. Du bist nicht lustig mehr. Du warst mal lustig, Adjutantin. Aber jetzt bist du es nicht mehr. Unserer Beziehung fehlt das nötige Feuer. Cool. Dann sollte ich unbedingt vielleicht noch ein Schattenkommando bauen. Immer. Ja, schon so dabei sind. Denn ich glaube, wenn ich mehr Atombomben hätte, dann ging es vielleicht auch etwas besser. So meine so halb objektive Einschätzung. Overseer! Bin schon dabei. Schwein! Immer einen Schritt voraus. Die Zeit ist gekommen. Jetzt genau auf dieser verdreckten, vergammelten Kante. Angst. Geht mir einfach aus dem Weg. Dieser Unsichtbarkeitskante, versteht ihr? Ich spüre ihre Angst. Geht mir einfach aus dem Weg. Nuklearrakete bereit. Immer einen Schritt voraus. Aber nicht ihn, oder? Die Zeit ist gekommen. Diese Fear, dieses Fearness, wisst ihr? Diese pure Angst zu sterben. Ja, damit. Bin so, schon gucken. Dabei. Gnade ist für die Schwachen. Irgendwo hier ist dieser verdreckte, verdammte Schritt voraus. Overseer. Die Zeit ist gekommen. Gnade ist für die Schwachen. Basis wird angegriffen. Mineralienfeld erschöpft. Der Puls steigt. Wer hat die Flotte gerufen? Diese grenzenlose Angst. Stirbt dieses Socke auch noch? Wow, Heigen erschreckt. Wo bist du? Jo. Sie sind der Boss. Das weiß ich selber. Wer hat die Flotte gerufen? Overseer. Auf. Immer einen Schritt voraus. Nein! Au! Schon dabei. Du dreckiges Teil. Ich spüre ihre Angst. Geht mir einfach aus dem Weg. Wisst ihr, was mir nützlich sein könnte? Ein Medivac. Einfach ein kleines, simples Medivac. Einfach nur um die Socke zu heilen. Dann können wir auch gleich schauen, ob wir die Atombomben noch etwas hochzüchten. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist hier die Flugabwehr, oder? Und da ist alles voll von Detektoren. Da ist die Bodenabwehr. Da sind nicht so viele Detektoren. Oh, das sind auch Detektoren. Ich muss eigentlich nur das Teil zerreißen. Da sollte ich hier von der Seite vielleicht rein. Kreuzer Action. Kreuzer einsatzbereit. Verstanden. Verstanden. Bin unterwegs. Da. Es kann losgehen. So, Medivac. Was ist los? Alte deines Amtes. Jawohl. Da ist nichts, was mich töten kann, außer das und das. Das. Muhaha. Retten wir ein paar Leben. Okay, ist auch nicht so tragisch. Alle Mann vor!
von Bord! Wie die das einfach ver... Auf geht's! Schleppt! Laut und Nuklearrakete bereit! Ich meine, der heilt den ja. Bin gleich da. Bestätigt. Dachte ich zumindest. Heilen. Was gibt's denn? Und weg. Am besten deine Weltraum bestätigt. Raus. Bestätigt. Ich hab das Warten satt. Ja, denkst du? Bin schon dabei. Ich nicht? Kreuzer einsatzbereit. So, Alter. Verstanden. Boah, voll die Slow-Motion Explosion. Nährt meine Wut. Boah, bin ich voll der Dichter. Bin ich voll der Dichter oder bin ich voll der Overseer? Mann, ich hasse das langsam. Das scheißt mich langsam an. Ich hab keinen Bock mehr. Ich werde euch jetzt alle töten gehen. Einfach nur, weil ich's kann. Wird gemacht. So, flankier hin. Immer langsam. Eiskalt, denn da ist viel mehr Verteidigung als da. Da gehe ich nämlich von da rein. Da. Genau da würde ich mich durchbrennen. Bin unterwegs. Erleuchtet mich. Ich finde es so uncool, dass da... Ich spüre ihre Angst. Diese vergammelte Overseer-Partei ist. Geht mir einfach aus dem Weg. Sie wünschen... Geschwader unterwegs. Okay, weiter geht's. Wir haben ja immer noch einiges zu tun, oder? Was auch immer. Wir haben keine Zeit, uns auf die fahle Grau zu legen. Wie aufregend. Komm schon. So. Die Berstlinge der Lüfte. Alle Mann von Bord! Ganz sachte, ganz sachte rein. Diese Terrors sind aber nicht zu unterschätzen. Machen Aua. Das war ganz großes Kaliber. Krass. Ja, Commander. Rein. Auf dem Weg. Nuklearrakete bereit. Ich mach das mit Absicht so. Raus da, Sir. Totale Rangling. All die Schütze. Raus. Wird gemacht. Raus. Okay. Na los. Kurs ermittelt. Mineralienfeld erschöpft. Nur weg von dieser verfluchten Plattform. Ja, Commander. Nach Hause. Was auch immer. So wie es am besten geht. Erleuchtet mich. Wer lebt da noch? Ich spüre ihre Angst. Die Zeit ist gekommen. Boah. Das sollte wohl reichen. Jetzt seht euch das Ding da an. Warnung. Unidentifizierter Zerg-Organismus nähert sich. Größter bisher gemessener Organismus. Verdammt, das hat uns gerade noch gefehlt. Wir schießen das Ding am besten so schnell wie möglich ab, sonst kriegen wir ernsthafte Schwierigkeiten. Aus dem Grund hätte ich gern meine Kreuze zurück hinten. Ach ja, Leviathan. Nein! Einfach aus dem Weg. Ein Overseer, warum jetzt? Warum nicht gestern? Immer einen Schritt voraus. Schnell. Die Zeit ist gekommen. Es gibt mir genügend Zeit, bis der den nächsten Overseer produziert hat. Und das war's. Da ist ja schon der nächste. Sag mal, verarschen die mich alle, oder was? Immer einen Schritt voraus. Ich spüre ihre Angst. Ja, ich spüre meine Angst. Ja, Commander. So. Ich sollte mir jetzt aber hier definitiv die Luft abwehr krallen. Los. Melde dich zurück.
als Angels zu dieser Streitmacht noch dazu. Dann mal gucken, von wo der kommt. Hä? Was zum... Was soll ich tun? Bin schon dabei. Die Zeit ist gekommen. Krass. Ja. Greift er jetzt an, oder? Hat er keinen Bock mehr? Ich meine, allgemein hätte ich ja auch nichts dagegen. Was tue ich denn schon wieder? So. Da kommt der Overseer schon wieder. Ist für die Schwachen. Diese Pflanze. Jetzt hier aus diesem Voll. Dann los. Die haben ja alle halbwegs genügend Energie. Natürlich. Ja, komm. Nährt meine Wut. Medivac, komm, heil ihn. Ja, Kommandant. Tu deine Pflicht. Verstanden. Das Teil werden wir übrigens wiedersehen bei der nächsten Mission. Da ich mich ja für die Nidus-Würmer entschieden habe, oder? Habe ich das Teil logischerweise nicht gekillt. Was ist los? Ich weiß lieber, aber Sie wünschen? Die Hells Angels. Kurs ermittelt. Na los! Das ist eine... Hallo? Oh, wow. Blutig. Wird gemacht. Hol mich jemand hier raus. Bestätigt. Boah, was ist das? Was sollen die... Ah, Mulle. Schweine. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe einfach mit den Kreuzen da rein und aus. Wer hat die Flotte gerufen? So. Schlechte Neuigkeiten? EWF dazu. Heilen schnell. Darf sonst noch was sein? Jetzt machen wir klar Schiff, Kinder. Nicht genug Vespingas. Ach, verdammt. Gibt's noch etwas? Doch, ich! Mineralienfeld erschöpft. Ihr Hunde, oder wollt ihr ewig leben? Kreuzer einsatzbereit. Hat hoffentlich schon repariert. Was ist los? Ich kann sie nicht allein aufhalten! Hör auf zu weinen, du bist ein Hells Angel! Du wirst doch einen durch den Mutterlisken töten können. Verdammte Teile da. Sehr schön. Ewig viel Geld kosten sich Räume, wie gut Ach, sie wirklich? Sind. Und dann, huch! Immer ja, sag langsam. Mal. Sag mal, was soll denn das jetzt? Ja, jetzt finde ich so cool. Auch wenn die Geräte irrsinnig toll aussehen. So. Jetzt hier noch Schnöl mitnehmen. Sie wünschen? Hinten ums Eck. Während ich könnte ja hier auch sofort die Teile hier hin platzieren. Meine zwei Raffinerien, aber. Erleuchtet mich. Geh du mal hier. Ich spüre ihre Angst. Dann können wir uns ja mal darüber Gedanken machen, ob wir hier noch was unternehmen, und nun? Um mein Vespingas zu erhöhen. Energie. Button. Was ist los? Alle Mann von Bord! Ach, komm schon! Verstand. Nicht einmal hier kommt man schön angenehm rundherum. Nährt meine Wut. Das
behalten wir uns mal im Hinterkopf. Heigen erschreckt! Dann lasst uns mal los. Zack, zack, optimiert. Zack. Hoch und weg. Das gefällt mir. So, du gehst hierher und baust das hier. Komm ich. Wo bleibt die Verstärkung? Ich hab das und der stirbt schon wieder, ich glaub's nicht. Bin ich denn hier nur von Flaschenköpfen umgeben? Bin unterwegs. Ihr Pflanzen hier. Teufel! Auf dem Weg! Was war das? Jawohl! Da ist diese verdammelte Sau von Overseer. So, weiter. Wo haben wir hier die Flugabwehr? Wo ist die Flugabwehr? Töten! Es ist eine Falle! Zack, 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 zack. Sie ziehen besser ab, aber schnell. Bin schon dabei. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Alle Mann von Bord! Hoch! Töten. Kreuzer einsatzbereit. Ich komme daher und greife ihn hier sofort an. Die ignorieren einfach alles, oder? Ja, Commander. Auf dem Weg. Sehr gut. Jetzt geht sie jeden Moment hoch. Wartet. Die Türme sind ausgeschaltet. Gute Arbeit. Basis wird angegriffen. Lass uns mal loslegen. Quahaha. Wenn das weg ist, dann haben wir hier nichts mehr für. Alle Mann von Bord! So, die sterben da mittlerweile. Gut, wir setzen den töten. Nicht genug Vespingas. So. Ich kann sie nicht alleine aufhalten. Wen? Transformationssysteme aktiviert. Da flieg her. Holst dir. Holst dir. Kreuzer einsatzbereit. Eine recht zeitaufwendige Mission. Die nächsten zwei geht das dann, die alle mal repariert sind. Und nun? Der ist hoffentlich schon bei der Arbeit. Mineralienfeld erschöpft. Badadada. Krass. Und dann werde ich hier einfach frontal, nein, eher flankieren. So, von der Seite rein, so. Verfluchte Overseer, ich hasse euch alle. Elende Brut. Drohnen. Ohne Töten. Bin gleich da. In so. Ordnung. Zack, 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 zack. Hoch und weg. Natürlich. Er hat seine Pflicht erfüllt. Passt, 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 passt. Eine Regie wäre noch cool. Aber das frisst halt so viel Energie, dass ich die Yamata-Kanone nicht mehr so schnell abfeuern kann. Das ist eine Falle! Oh mein Gott, das frisst halt. Die Mission dauert schon sehr lange. Das ist schon über 40 Minuten. Das ist, wenn man sich Zeit lässt, oder? Als wenn man rusht und voll schnell und voll Druck aufbaut von Anfang an. Dann dauert es natürlich nicht so lange. Aber. Wer hat die Flotte gerufen? Wir genießen das Spiel ja. Oder? Energie! Das ist ja ein Genussmittel. Fast schon Computerspiel. Ich frag mich, warum alle diese komischen Kreuzerpiloten ein Auge verloren haben. Oder das alles Piraten sind oder was? Ja, da wäre aber eine Augenklappe viel cooler. Hätte ich
ein Auge verloren, dann hätte ich wirklich auch eine Augenklappe tragen. Ja, Kommandant. Wäre ich blind, würde ich eine Binde tragen und keine Brille. Jawohl. Ja, genau. Weil jetzt würde ich ein Bein verlieren, da würde ich keine Prothese tragen, sondern ein Holzbein. Das ist das. Na, da würde ich dann schon, glaube ich, eine Prothese tragen. Okay. Aber wäre ich blind, dann würde ich eher eine Binde tragen. Einfach nur, weil es cool ist, oder? Zu zeigen, man ist ein Nerd und man ist stolz darauf. Zwar kann man dann keine Computerspiele mehr spielen, aber... Bin unterwegs. Boah. Das könnt ihr euch mal fragen. Wenn ihr jetzt von heute auf morgen blind werden würdet, wie würdet ihr dann euren Tag verbringen? Bestätigt. Wird gemacht. Kann sich keine YouTube-Videos mehr ansehen. Bestätigt. Man kann keine Computerspiele mehr spielen. Energie. Gar nichts. So. Wird gemacht. Denkt mal drüber nach. Gebt mir eine Antwort. Vielleicht ist was Interessantes dabei. Zum Schluss sieht ein Blinder auch noch dieses Let's Play. Was zwar recht unwahrscheinlich ist, aber egal. Und damit sage ich, in der nächsten Folge, in den nächsten 5 Minuten der nächsten Folge, werden wir dann dieses Gebiet befrieden und bereits mit der Finalen anfangen. Geil! Und deshalb sage ich, bis zur nächsten Mission von Let's Play StarCraft 2. Und möge der Leviathan mit euch sein. Tschüss und bis morgen.